Hallo und willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem Off. Aufbau eines U-Boot-Modells. Teil 7, der Antrieb des Bootes. In der heutigen Folge beschäftige ich mich damit, wie ich den Antrieb in meinem Boot installiert habe und was das mit diesen Fahrradbremsen zu tun hat. Der Antrieb sitzt im hinteren Technikgerüst, also fange ich erstmal mit der Montage des Gerüstes an. Um die Positionslichter des Bootes anschließen zu können, benötige ich einen wasserdichten Steckverbinder. Dieser ist aus Aluminiumdrehteilen und aus handelsüblichen Pfostensteckverbindern selbst gebaut. Eine Hälfte dieses Steckverbinders wird mit dem hinteren Schott des Druckkörpers verschraubt. Dieses Schott bildet die Basis des hinteren Technikgerüstes. Am zweiten Ende des Kabels, das aus dem Druckkörper herausführt, ist auch ein Pfostenstecker angelötet. Die Lötstellen werden mit einer Schutzkappe abgedeckt. Alle anderen Bordanschlüsse, die ich noch brauche, sind schon im Schott montiert. Das sind die Stopfbuchsen für die Gestänge des Seiten- und Tiefenruders, die Flansche, durch die die Motorwellen geführt werden sollen, und die Anschlüsse für Kolbentank und Drucksensor. Und hier haben wir einen der zwei Motoren, mit denen ich mein Boot antreiben werde. Die Motorwelle ist wieder mit einer Abflachung versehen, damit eine Madenschraube richtig Halt finden kann. Mit dieser wird ein starrer Wellenverbinder auf der Motorwelle montiert. Natürlich sichere ich die Madenschraube gegen ungewolltes Lösen. Bei dem Motor handelt es sich übrigens um ein bürstenloses Exemplar. Ich benötige in meinem Boot Motoren mit einer niedrigen Henry-Zahl. Und bei diesen Motoren ist es so, je größer der Motor, desto kleiner die Henry-Zahl. Deshalb bin ich bei einem Motor gelandet, der eine Maximalleistung von 1200 Watt abgeben könnte. Diese Maximalleistung werde ich in meinem Boot natürlich nicht abrufen müssen. Aber die Henry-Zahl des Motors von 350 Umdrehungen pro Minute pro Volt ist für mich ausschlaggebend. Nachdem ich den ersten Motor auf seinen Spann montiert habe, möchte ich kurz erklären, wie die Motoren in einem Typ 21 Boot angeordnet sind. In diesem Schiffstyp verlaufen die Motorwellen und Motoren nicht parallel zur Schiffsachse. Sie sind jeweils um ca. 3 Grad nach rechts und links geneigt. Das möchte ich in meinem Boot natürlich auch so machen, denn ich erspare mir dadurch den Verbau von Kardangelenken in den Wellen. Damit das funktionieren kann, muss ich die Motorspannen exakt rechtwinklig zu den Wellen ausrichten. Das wiederum bedeutet, dass jeder Motor seinen eigenen Spann benötigt, der jeweils rechtwinklig zu seiner Welle ausgerichtet ist. Und um die Motorspannen geneigt im Technikgerüst anordnen zu können, benutze ich Teile aus diesen Fahrradbremsschuhen. Die Bremsschuhe sind so konstruiert, dass man sie in beliebigen Winkeln an der Fahrradbremse anbringen kann. Und das nutze ich hier aus. Jetzt muss ich den Motorspann nur noch im richtigen Winkel montieren. Dafür habe ich mir Abstandstücke in verschiedenen Längen angefertigt, die ich hier auf das Technikgerüst aufschiebe. Als letztes Teil wird jeweils das Gelenk aus der Fahrradbremse aufgesetzt. Und nun kann der erste Motorspann platziert werden. Die Steckverbinder für die Kabel nach draußen und die zugehörige Kabelabdeckung passen gerade eben noch durch den Durchbruch im Spand. Durch denselben Durchbruch wird der Schlauch für den Tauchtank und der Schlauch für den Drucksensor geführt. Damit das Kabel und die Schläuche sich nicht mehr bewegen können und sich eventuell kaputt scheuern, fixiere ich sie mit dieser Platte, die noch in den Durchbruch geschraubt wird. Thank you.
Als nächstes kommen wieder Gelenke, Abstandshalter und nochmal Gelenke, um den zweiten Motorspann in Position und im richtigen Winkel fixieren zu können. Und hier ist der zweite Motorspann, an dem Motor und Wellenverbinder schon montiert sind. Und hier eine der Servohalterungen. Solange der Motorspann noch nicht im Technikgerüst montiert ist, ist es leichter, die Servohalterung zu positionieren, da hier auch noch die Motorkabel durchgefädelt werden müssen. Aber jetzt kann ich auch diesen Motorspann aufsetzen. Bevor der Motorspann in seine endgültige Position gebracht werden kann, wedle ich die Motorkabel noch in die dafür vorgesehene Bohrung. An der zweiten Servoplatte ist schon der Halter für die Tauchtankelektronik angebracht. Die lässt sich leichter positionieren, wenn ich das Technikgerüst dafür hinlege. Beide Servohalter werden zunächst nur mit dem ersten Motorspann verschraubt, damit sie schon mal fixiert sind. Die ganzen Kabel und Schläuche müssen ziemlich nah an den Rotoren der Motoren vorbeigeführt werden. Damit sie diese nicht berühren können, ist es wichtig, dass sie sicher fixiert werden. Deshalb wird mit diesem kleinen Kunststoffteil verhindert, dass das Kabel aus seiner Nut herausrutschen kann. Die Schläuche werden durch ein Loch gefädelt und sind dadurch sicher fixiert. Nun wird noch eine weitere Runde Gelenke und Abstandshalter aufgesetzt. Die Länge dieser Abstandshalter ist so bemessen, dass der nächste Spant wieder rechtwinklig im Technikgerüst sitzt. Auf diesem Spant sind schon die Steckverbinder für Balancer und Tauchtankelektronik vormontiert. Dieses Paket von Spanten und Abstandshaltern ist nun komplett und kann deshalb mit Muttern verschraubt werden. Natürlich wird auch der Steckverbinder mit dem aus dem Druckkörper herausführenden Leitungen befestigt. Auch an diesem Spant ist eine Vorrichtung vorgesehen, um die Schläuche zu fixieren. Die fehlenden Schrauben der Servohalter können nun an das fertig montierte Spantenpaket angebracht werden. Man kann hier auch sehr schön sehen, wie die Spanten in den verschiedenen Winkeln montiert sind. Als nächstes montiere ich das Servo für das Seitenruder. Das hier ist ein Low Profile Standard Servo. Ich benutze sehr gerne Digitalservos mit Metallgetrieben und Kugellagern. Und so eins ist das hier. Wie schon im vorderen Technikgerüst verschraube ich auch diese Servos direkt im Rahmen, ohne die Gummipuffer. Fast hätte ich es vergessen. Fehlt ja noch die Steuerelektronik für den hinteren Tauchtank. Die wird an der Seite an dem schon montierten Halter verschraubt.
Für die Ansteuerung des Tiefenruders benutze ich ein ganz besonderes Servo. Es ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Da diese Motoren besonders leistungsfähig sind, ist dieses Servo besonders kraftvoll und schnell. Wie der Name schon sagt, fahren Modellunterseeboote zumeist unter Wasser. Aus diesem Grund ist die Lage des Bootes im Wasser zumeist schwer zu erkennen. Daher benutzt man sogenannte Lagetiefenregler zur Unterstützung der Tiefensteuerung. Und mit einem schnellen Servo kann ein solcher Regler optimal zusammenarbeiten. Damit auch das Servokabel nicht mit dem Motorrotor in Kontakt kommen kann, verlege ich es auf der Oberseite des Servohalters. An den Stellen, wo Kabel durch enge Spanddurchbrüche geführt werden müssen, habe ich Silikonschlauch als Schutz übergezogen. Jetzt kann der hintere Tauchtank eingebaut werden. Der wird mit 8 Muttern auf den Gewindestangen fixiert. Wie gut, dass ich die nicht von Hand aufschrauben muss. Damit das Motorkabel des Tauchtanks nicht in die Servomechanik geraten kann, fixiere ich es mit einer Klammer am Rahmen. Die Steuerkabel des Tauchtanks werden mit der Tauchtankelektronik verbunden und das Motorkabel wird angeschlossen. Jetzt bereite ich noch die Montage des hinteren Akkupacks vor. Das Akkupack wird vorne und hinten mit GFK-Platten abgestützt. Die Akkupacks haben zwar Kanäle zum Durchführen von Kabeln und Schläuchen, aber man muss darauf achten, dass beim Aufschieben der Akkus nichts eingeklemmt wird. In meinem Boot bekommt ja jeder Tauchtank und jeder Motor seinen eigenen Akkupack. So erhalte ich zwei unabhängige Systeme und ein Komplettausfall ist so gut wie ausgeschlossen. Der rechte Motor wird aus diesem hinteren Akkupack gespeist und der linke aus dem vorderen. Jetzt wird nur noch der Schlauch am Tauchtank angeschlossen und dann möchte ich euch noch erzählen, was beim nächsten Mal kommt. Da zeige ich euch das Empfangssystem des Bootes und gehe näher auf die Steuerelektronik ein. Bis dahin schreibt mir doch bitte fleißig Kommentare. Ich würde gern wissen, was ihr von meinem Bauprojekt haltet. Zum Schluss sagt der Matze wie immer Tschüss!